kurz nur zu diesen zwei Leuten oder drei Leute, wie viel waren sie, ich weiß nicht. Drei Leute vom Jobcenter, die haben sie zusammengekommen. Ihr wisst ja, die Maßnahmen sind sehr wenige und dann müssen sie fotografieren letztendlich. Und was macht man mit Leuten, die mehr Zeit haben, als sie brauchen? Gibt man ihnen ein Gesicht? Man geht an ihnen vorbei. Herr Abulbara, Sie wurden ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer noch. Seit Jahren. Und jetzt? Und jetzt? Ja, nee, subhanallah. Wenn wir so wären, wie Sie uns darstellen, denkt ihr, ihr würdet mich hier sehen? Denkt ihr, ihr würdet sehen, dass ich überall auf der Welt reise? Aber das ist, dass Sie uns einfach Angst machen wollen. Und dann reden Sie schlecht über uns. Haben Sie über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht schlecht geredet? وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون und sie sagten o du auf den angeblich der Koran herabgesandt wurde du bist nichts anderes als ein Verrückter wie haben sie ihn genannt Verrückter wie noch Sahir Zauberer wie noch Kahin das heißt Wahrsager wie noch Lügner wie noch Majnun haben wir gerade gesagt das muss so sein Was denkt ihr, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit gelebt hätte? Was hätten sie ihn bezeichnet? Hä? Genau dasselbe. Alhamdulillah. Seht ihr, die sind gegangen wie... Jetzt müssen sie sich eine neue Maßnahme suchen. Für 1,50 oder 2,50. Möge Allah azzawajal diese Leute weit von uns weisen. Ich kann euch nur eins sagen... Ich werde seit ungefähr, Alhamdulillah, wir machen seit ungefähr 20 Jahren Dauer. Seit 15 Jahren machen sie mit mir dieses Spielchen. Habe ich aufgehört, euch zu besuchen? Sagt es mir. Warum nicht? Weil ich euch für Allah mehr liebe, als dass ich diese Leute, die ihre Mutter für 1 Euro verkaufen würden, Wallahi, ihre Mutter für 1 Euro verkaufen würde. Wenn du ihnen 1 Euro geben würdest, der wird sich selbst ins Gesicht schlagen. Weil ich euch mehr liebe für Allah Azza wa Jal, als dass ich mir Sorgen um diese Leute mache.